Ich möchte jetzt gerne nach Dresden, weil... Ja, weiß ich nicht. Wie komme ich denn da am blödsten hin? Dresden ist ja hier unten. Wir waren... Stuttgart... wir waren in Frankfurt. Wir sind jetzt hier, Sigma 13. Und hier könnten wir auch noch hin. Da waren wir im Prinzip schon. Und ja... Sigma 13. Ich glaube, wir müssen nach Dresden. Bin ich mir fast sicher. Achso. Ja, vielleicht sollte ich ihm mal sagen, dass er da eine Route berechnen soll. Gut, dann fliegen wir da jetzt mal hin. Könnten wir nicht... Warte mal, er geht ja nicht nach den Sprunglöchern. Rundschuh ist unglaublich weit weg. Und ich weiß auch nicht, wo er da jetzt lang will. Achso, nach Frankfurt. Ja, okay. Neu-Berlin gibt es hier, glaube ich, nicht, ne? Also als Sprungloch meine ich. Ich glaube mal nicht. Andocken. Ist, glaube ich, zu weit. Ja. Zielort zu weit entfernt. Ja, ja, ja. Zielort feindlich. Nee. Ja. Ja, aber ich denke, das, was ich vorbereitet habe, funktioniert leider nicht, denn, ja, ich weiß es halt, ne? Ich will euch nicht den Spaß verderben. Und, ja. Ja, jetzt haben wir einige Level 10 Waffen gesammelt. Das sollte, denke ich, erstmal ausreichen. Als nächstes kommt dann das Schiff. Jetzt fliege ich aber erstmal nochmal nach Dresden. Gucke mich da nochmal um, ob ich da irgendwas finden kann. Wie ich näher an meinen... ja, Ziel komme. Und denn dann sehen wir weiter. Denn ich möchte gerne den Adler haben und da müssen wir dann mal gucken, wie ich da hinkomme. Ich schau mal bei Dresden nach. Ja. So, welche Richtung muss ich? Das ist ja jetzt so eine Sache. Nach unten. Okay. Sprich, hier hin. Ist doch richtig, ne? Ja. Passt. Helgoland. Mensch. Was ist hier wieder los, ne? Oh, du blödes Typ-Zeug. Ja, flieg noch rein, du Spast. Das mache ich übrigens nicht, ne? Das macht dieses automatisch. Das Schiff macht das. Rammt den erstmal. Warum auch nicht? So, Frankfurt Sprungtor. Ja, ich komme höchstwahrscheinlich ganz oben raus. Dann hätte ich auch das Sprungloch nehmen können. Egal, passt schon. Ich bin mir aber nicht sicher, wo ich wirklich hin muss. Vielleicht muss ich auch nach Hamburg oder so. Einreihen in Warteschlange. Guck mal, die sind alle in der Warteschlange. Die zucken alle so. Der auch. Ach ja. Was wir hätten mal machen? Na egal, jetzt ist es auch zu spät. Jetzt fliege ich nicht nochmal zurück. Was war? Ja, ist ja gut. Was wir auch mal machen könnten? Wir sind ja in Frankfurt jetzt, ne? Wir waren in Sigma 13. Das heißt, wir sind da oben irgendwo. Dass wir Richtung Sonne fliegen. Ne? Mittelblau und so. Denn... Ne, warte mal, wir machen das mal anders. Wir gehen von... Das müsste ja... Ach Gottchen, hier sieht man auch. Ja, hier sieht man schon. Die sind nämlich auch ganz hilfreich. Hier oben müsste nämlich Hamburg sein. Irgendwie so ein Sprungloch. Hier ist aber anscheinend auch noch irgendwas. Also hier. Da. Guckt euch das mal an.
Ja, auf jeden Fall möchte ich gerne dahin. Da gehen wir jetzt erstmal nach Mannheim und von Mannheim aus fliegen wir dann, ich sag mal, an dem Planet München einfach dran vorbei und schauen mal, ob wir da hinkommen. Also sprich da hinten. Ne, was ist denn das für ein Ring hier? Schwarzes Loch. Ne, sind eigentlich die Saturnringe. Ach Leute, ich hab da keinen Bock zu. Wer nervt denn jetzt schon wieder? Oh, Unionisten, Alter. Dicker. So, München. So. Ja, das dauert noch ein Stück. Was ist denn das für ein Ring? Alter, ich will da hin. Na, ist das so ein Zwergplanet, weißt du, so ein... Weil der ist, ich denke, hinter dem Planeten hier. Hinter München. München. Er hat eine Schildbatterie verloren? Ja. Nein, nicht direkt rein. Da heißt nicht, wir fliegen da direkt hin, das wäre ja lustig. Ja, bin ich mal gespannt, wo wir da ankommen. Aber das Teil kommt auf jeden Fall näher. Normalerweise sind das ja die Ringe vom Saturn. Und das sind ja eigentlich zerbröselte Monde, ehemalige Monde vom Saturn. Und die drehen sich halt jetzt mit der Umlaufbahn, also die nicht mit der Umlaufbahn, sondern ja doch Umlaufbahn, ne? Mit dem Saturn halt mit. Ja, wir kommen dem Ding auf jeden Fall näher. Ach, da sind sogar welche. Polizei. Aha. Moin. Ich meine, ich kann die Ringe berühren. Oder darf sie berühren, ohne dass ich irgendwo nicht Schaden erleide. Ah, da ist noch eine. Ja, Dresden, da haben wir einen. Wieso sind die Ringe hier? Ist ja seltsam. Als würden sie sich nur für dieses Sprungloch drehen. Obwohl, Sprungloch kann er nicht. Kann sich das drehen? Halt! Aha. Ja, dann sehen wir uns gleich in Dresden. Dann gucken wir, wie ich da vorwärts komme. Was? Schaumkraut, Schaumkraut, alle wollen Schaumkraut? Schaumkraut, was ist denn das? Kraut, was schaumig ist. Vielleicht meint er Hopfen. Ach du Kacke. Das ist Dresden? Leck mich doch am Arsch. Wo bin ich? Ach du Kacke, ich glaube, ich muss hier rüber. Oh, das wird ja lustig. Ja, halt die Fresse.
Aua, sieht aber irgendwie cool aus, ich weiß auch nicht. Wie weit ist das Teil entfernt? Ich hoffe sehr weit. Ach ja, okay, ist okay. Yay! So. Ja, hier, man sieht ja den Kreis. So, ich muss in die Richtung. Ja, hier kann man natürlich auch wieder einiges herausfinden, ne, wegen den Wegen und so. Wegen gefährlich und wegen verbündet und verfeindet, ne. Sehe ich leider nicht, aber neutral sieht man halt. Weil ja alle neutral sind bei mir. Ja. Aber da oben muss ich irgendwie hin. Und da fliegen die anscheinend nicht alle hin. Ja, das sind ja ganz normale Handelsrouten, das ist ja ganz normal, ne? Ach, jetzt kommt mal wieder in so eine beschissene Wolke. Station Leipzig. Boah, ist die Versteck. Ja, ich merke das schon. Ich sehe kaum noch was. So, und da fliege ich jetzt mal hin. Mal gucken, ob ich da irgendwas entdecke. Hier ist sogar wieder irgendwas. Dann fliegen wir mal hier hin. Na. Ja, sonst. Asteroidenabbaustation. Ja, die bauen halt Asteroiden ab. Aber wir fliegen sogar an allen vorbei. Da haben wir so eine. Die baut halt Asteroiden ab. Ne? Ist jetzt nicht so spannend. Tja, und sonst haben wir hier eigentlich nichts Spannendes. Aber ich meine, ich bin ja auf dem richtigen Weg. Na. Das Übliche. Da, Omega 11. Da fliegen wir mal ganz kurz hin. Achso, den Wegpunkt könnte ich mittlerweile löschen. Wir erkunden einfach mal ein bisschen die Galaxien und die ganzen Systeme. Mal gucken, was wir da alles so finden können. Wir haben ja Zeit, ne? Ich habe auch kein Zeitlimit oder sowas für dieses Ding hier gesetzt. Für dieses Let's Play. Das ist immer noch am einfachsten. Ja, wie gesagt, ich habe Zeit. Und wir könnten natürlich alles auf Verbündet machen. Nur das Ding ist, ja, habe ich ja schon erwähnt. Ach du Scheiße, ist das geil. Schaut an, was wir da haben. Geben Sie die Fracht raus, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Oder ich schieße hier von mir aus. Schade, ich hatte einen Kampf erwartet. Na egal. Schutz. Nimm doch mal einen blöden Schrott, ey. Roter Riese, das ist geil. Unsere Sonne wird übrigens auch irgendwann so aussehen. Omega 11? Ach so. Omega 11? Ach, Stuttgart. Dresden. Aber ich glaube, hier gibt es gar nichts, ne? Hier gibt es rote Hessen und so, aber. Das Ding ist, ich kenne mich halt nicht mehr so gut aus. Ich weiß gar nicht, wohin ich jetzt gehen sollte. Ja, direkte Treffer auf
hier ist Atomschaden. Ja, wir fliegen. Wir fliegen jetzt nochmal zurück. Und schauen uns nochmal weiter um. Weil ich glaube, das ist ein falsches System. Ich muss nochmal gucken. Oder raten. Ich kann ja nicht gucken. Ich sehe ja nichts. So. Hier kreuzen sich auch ganz viele. Gehen wir erstmal hier hin. Ach Quatsch. So, anfliegen. Hoch. Dann fliegen wir mal hier hin. Dann fliegen wir hier hin. Dann fliegen wir hier oben mal hin. Aber bevor wir das machen, fliegen wir hier mal hin. Dann hier hin. Ja, und das war's im Prinzip. Erstmal. Ja. Mal gucken. Wir werden es erleben. So, der müsste ja noch. Naja, schon recht nah dran, ne? Ich hoffe, das geht noch. Schaumkraut, Schaumkraut, alle wollen Schaumkraut. Boah, ich weiß nicht, wie nah ich da dran sein darf. Also 13 Kilometer oder 13 km ist schon scheißen nah dran. Okay, hier ist rein gar nichts. Ja, dann zum nächsten. Ja, da habe ich immer am Schiss vorgehabt, so nah an den Sonnen dran zu sein. Weil, naja, sie sind halt recht heiß und du kannst halt verbrennen und überhaupt ist jetzt nicht so schön. Na. Ich hoffe, ich finde noch irgendwas. Irgendwelche Sprunglöcher halt. Mika 11, naja. Ja, ich weiß. Okay, ist anscheinend auch nichts. So wie das aussieht. Aufgabenziel erreicht. Nein. Anfliegen. Ich habe einen neuen Banditen auf dem Schirm. Angreifen. Giftnebel. Hier ist auch nichts. Ja, machen wir hin. Aufgabenziel erreicht. Anfliegen. Ach. Fruchtland. Na gut, hier sind noch Waffenplattformen. Wow. Alter. Mega 11. Sichtkontakt. Waffen entsichert. Ach, da oben ist Stuttgart. Da ist anscheinend auch noch irgendwas. Neu-Berlin. Oh, das ist ja geil. Das
Weiß nicht, Gangster. Ja. Achso, Piraten. So wie das aussieht. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Also nach dem Tor zu urteilen, ne, mit dem Totenkopf drauf, sollten es Piraten sein. Schöne Musik. Basisch Hochland. Dresden. Gut, dann reparieren wir mal. Auch die Level 10 Waffen und sowas. Ja. Die haben ja halt ein bisschen was abgekriegt. So. Dann verkaufen wir mal den ganzen Scheiß hier. So, da kriegt man nämlich richtig Kohle für auch, ne, weil das sind halt uralte Waffen. Und, ja, aber man könnte sie ja auch ausrüsten. Aber verkaufen ist in dem Fall ein bisschen sinnvoller, denn, naja, sie verbrauchen einfach zu viel. Neue Schilde vielleicht, optimierte Schubdüse. Ach, optimierte Schubdüse, ich habe immer noch diese beschissene Deluxe. Das denn? Ganz komisch. 6. 3, 1. Oh ja, oh, das ist ein Hardcore-Schild. Gut. Ja, ja, dann können wir uns eigentlich nur weiter umsehen. Ach du Scheiße, sieht das aus. Warte mal, ich mach mal hier ganz kurz so. Aber ich glaube, hier ist auch nichts mehr Dolles. Meine ich. Dann würde ich sagen, fliegen wir... Ja, Neu-Berlin. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas Dolles ist. Wir könnten mal versuchen, in Stuttgart irgendwas zu suchen. Ja, ich würde sagen, komm, wir fliegen jetzt nach Stuttgart. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht können wir da noch irgendwas ergattern.